Jawohl, und willkommen hier zu einer neuen Folge der Euro 2020 mit England. Und ich muss ganz, ganz dringend gewinnen, weil wenn wir heute verlieren, guckt euch das mal an, ne? Wenn wir heute gegen Tschechien verlieren, hat Tschechien 4 Punkte, ich habe 3. Und wenn Schottland dann noch gewinnt, dann könnte ich sogar Letzter sein. Also, nur mal euch hier klar zu machen, wie wichtig dieses letzte Gruppenspiel ist. Ich muss gewinnen. Ein Punkt würde theoretisch auch ausreichen, aber verlasse ich mich auf einen Punkt? Nee, verlasse ich mich nicht. Deswegen möchte ich gewinnen. Und wieso ist denn hier... die sind verletzt. Ross Barkley und Sancho sind verletzt. What? Das habe ich gar nicht mitbekommen in der letzten Folge. Ja, ein Glück haben wir Rashford noch als sehr guten Ersatzmann. Aber das ist schon bitter. Das ist ganz, ganz bitter. Wir gehen rein. Let's go. Noch einmal durchatmen und die Partie ist eröffnet. Ich muss einfach Tschechien so früh wie möglich ein Törchen reindrücken. Wenn ich hier 1-0 führe, dann glaube ich nicht, dass ich dann noch 2 Tore kassiere. Und ein Unentschieden würde dann auch noch theoretisch klar gehen und ich könnte weiterkommen. Und das ist ja unser Ziel. Ich möchte ja jetzt hier nicht in der Gruppenphase rausfliegen. Das wäre peinlich, Mann. Das wäre wirklich peinlich. Na, schade, einfach mal probieren. Langes Ding da auf Harry Kane, warum nicht? Oh, nein. Freistoß, ich habe schon mal ein Freistoß-Tor kassiert und... Wer ist denn das jetzt hier? Henderson mit Gelb. Ich habe gedacht, schon wieder Declan Rice. Erstes Spiel direkt wieder Gelb. So, ich stelle mich aber jetzt diesmal auf die Linie, glaube ich. Ist ja legitim, das zu machen, sage ich mal. Darida! Und ein Glück stehe ich da. Ein Glück stehe ich da. Heidewitzka. Heidewitzka, Mitzka, Schmitzka. Junge, 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 Junge. Also das hätte ich nicht verkraftet, hier direkt in Rückstand zu geraten. So früh. Durch den Freistoß von Wladimir Darida auch noch. Rechts raus, Rashford. In der Mitte ist Harry Kane. Erste Annahme ist wichtig. Und der Abschluss ist mal wieder kacke. Schöner Pass. Und wieder Harry Kane. Harry Kane, schöne erste Annahme. Harry Kane! Mann, Alter. Jiří Pavlenka, der Kollege, ne, im Türchen da von den Tschechen. Ist ja auf jeden Fall auch kein schlechter Torwart, muss man ja mal sagen. Aber der Abschluss war auch jetzt wieder, ja, geht besser, geht deutlich, deutlich besser. Schöner Ball. Und Sterling, Abfahrt und in der Mitte. Harry Kane, kein Abseits. Harry Kane, Harry Kane. Bing Bong an den Innenposten und dann wieder rein. Harry Kane mit dem so wichtigen Türchen in der 20. Spielminute. Faust in die Facegame. Harry Kane mit dem Befreiungsschlag. So kann man sagen, weil jetzt mit diesem 3-Punkte-Erfolg wären wir safe in der K.O.-Runde der Europameisterschaft. Und da wollen wir hin. Da wollen wir hin mit England. Wir wollen den Pokal haben. Aber, ne, unser erstes kleines Ziel ist erstmal, ne, erstmal kleine Brötchen backen und in die K.O.-Runde einziehen. Schön. Und rechts raus. Hallo, Schiedsrichter. Ja, Herr Kollege Darida, ne? Da kann man auch mal die gelbe Karte einfangen. Und sagt nicht, Rashford ist verletzt. Dann drehe ich hier am Rad. Er ist verletzt. Er ist verletzt. Jetzt muss Mason Mount im rechten Flügel spielen. Weil Abraham sehe ich da auch nicht.
Sancho eine Woche verletzt, Rashford eine... Leute, was ist das? Kann ich hier jemanden nachnominieren? Hallo? Ich habe keine Flügelspiele mehr. Ich muss entweder mein System umbauen, irgendwie mit Doppelspitze Abraham Kane dann versuchen zu spielen. Und ZOM vielleicht Sterling oder so. Das könnte man noch überlegen. Je nachdem, wie lange halt Rashford verletzt ist, ne? Alter, ist das ätzend. Ist das ätzend. Ich wollte gerade sagen, hier auf Frust einfach das zweite Ding reinhauen von Harry Kane. Und wenn der sich auch noch verletzt, dann war es wirklich komplett. Dann war es wirklich komplett. Arnold, mach keinen Scheiß hier. Ja, erstmal hinten rum, Harry Kane. Harry Kane sage ich schon. Harry Maguire. Chilwell. Der ist auch immer ganz weit mit vorne, ne? Der fühlt sich immer an wie ein linker Flügelspieler. Der fühlt sich an wie Sterling eigentlich. Der fühlt sich an wie Sterling. Chilwell, Flanke! Wo geht die denn hin? Ins Nirvana. Viel zu weit. Und Harry Kane geht. Aber der Ball war von Mason Mount nicht ganz so geilo. Egal, wir bleiben im Ballbesitz. Arnold, Flanke, Harry Kane mit dem Kopf. Und den setzt er ja mal 5, 6, 7 Meter da am rechten Pfosten leider vorbei. Boah, Pickford. Pickford, bester Mann. Rauf da. Kein Elfmeter, Eckball. Das war Darida, ne, aus der zweiten Reihe. Und Pickford hält ihn ein Glück hier mit der 8. Ja, ja, das ist Darida. Puh, Mamma Mia. Mamma Mia, Mamma Mo, Mamma Mia, Mamma Mia. Bitte kein Eckballtor, bitte kein Eckballtor. Ja, Eckballtor, perfekt. Alex Kral. Es ist nicht mehr normal. Alex Kral, es ist nicht mehr normal. 1:1. Es ist zum Kotzen, Mann. Rashford verletzt sich und jetzt kriege ich ein Eckball-Gegentor. Ja, Harry Kane. Harry Kane, was ist das denn? Direkt vom Anstoß. Das habe ich ja noch nie gesehen. Direkt vom Anstoß. Harry Kane, das war einstudiert. Das habe ich ja monatelang, wochenlang im Trainingslager mit den Engländern einstudiert. Das habe ich einstudiert. Guckt euch dieses Tor an. Guckt euch dieses verdammt nochmal geile Tor an hier von Harry Kane. Und wer hat die Flanke geschlagen hier? Henderson. Henderson. Guck mal. Da strauchelt er einfach. Bam, bam, bam. Geht vorbei. Und dann haut er das Ding rein. Und so einfach kann man wieder in Führung gehen. Jungs, das war geplant so. Das war geplant. 2:1. Harry Kane mal wieder. Und bitte genauso mit dem gleichen Feuer wie in der ersten Halbzeit weiterspielen. Weil das ist hier noch überhaupt nicht vorbei. Leute, es gibt einen Freistoß. Okay, nehme ich mit. Nehme ich mit, weil das könnte eine schöne Bananenflanke werden. Eine schöne Bananenflanke. Auf Harry Kane, da sehe ich mich. Arnold, Flanke rein oder auf Sterling. Mason Mount. Und die Kugel ist weg. Und wir kriegen den Konter reingewürgt. Oder hoffentlich auch nicht. Nee, ist John Stones. Jawohl, bester Mann. Immer in ihn beliebt. Immer in ihn beliebt. Und Sterling geht. Sterling geht. Zwar über Umwege und der Ball kommt aber leider auch gar nicht erst an. Aber genauso war es eigentlich geplant, dass das Sterling durch die Lücke geht. Achtung, 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 Achtung. Da kann was draus werden. Da kann was draus werden. Nochmal rüber. Nochmal rüber. Nochmal rüber. Was für eine Bude. Was für ein Türchen hier. Genau so und nicht anders. Genau so und nicht anders. Und es freut mich extremst für Raheem Sterling, der hier nochmal ein bisschen mit der Eckfahne rumdanzt. Jawolski, was ist das denn hier? Was ist das denn hier? 1:3, Tschechien. Habt ihr was zu melden? Ich glaube nicht. Let's go, Mann. Oh, Harry Kane. Oh, über Umwege. Oder glücklich. Nicht über Umwege, sondern sehr, sehr glücklich kam der Ball da überhaupt zu Harry Kane. Aber ey, Glück braucht man auch im Fußball. Deswegen alles entspannt. Alles gut, alles gut, alles gut. 1:3. Und ich denke mal, das werden hier die 3 Punkte. Und somit sind wir in der K.O.-Runde der Euro 2020. Die Frage ist aber halt auch noch, das werden wir uns am Ende noch angucken. Wir werden uns die Gruppe angucken heute noch am Ende der Folge. Und die Frage, wie lange sind die Spieler denn noch verletzt? Holy shit, Mann. Und Mann, der Ball muss vorne ankommen. So einen einfachen Pass kriegt man nicht hin, oder was? Und auch wieder weg, Mann. Hört doch mal jetzt auf, jetzt konzentriert euch doch mal hier, Harry. Ja! Ja, klar! Klar! Was ist das? Darida! Darida!
Das kann nicht sein. So ein Zufallsprodukt, Mann. Harry Maguire, weil er den Ball da nicht wegbekommt, ey. Der ist 1,99 groß. Das war übertrieben, ich weiß. Und kriegt den Kopfball da nicht hin, Alter. Abseits, glaube ich. Kein Abseits von Mason Mount. Ich habe gedacht, der stand dann mal ein paar Meter im Abseits, aber Abseits ist erst dann, wenn der Linienrichter die Fahne hebt oder wenn der Schiedsrichter Fahne hebt. Wer ist das? Das war wieder Harry Maguire. Wenn ich jetzt dadurch das 3-3 kassiere, ne? Dann raste ich hier komplett aus. Dann raste ich hier komplett aus. Weg damit. Weg damit. Unser Ball. Gut, 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 gut. Jetzt kann ich schon mal nicht Harry Maguire mehr die Schuld geben. Einfach gehen, Herr Mason. Einfach gehen, Mason Mount. Mason Mount. Und jetzt eine schöne Flanke. Ja, eine schöne Flanke genau in die Arme von Jiří Pavlenka. Pickford. Pickford, ich drück dich. Hallo, ich wollte ihn, alter Junge. Ein Glück habe ich hier nicht das 3-3 kassiert. Ich wäre wirklich explodiert. Ich wäre explodiert. Mamma mia. Ja, wohin? Keine Anspielstation. Jetzt hier, Henderson. Henderson, Mason Mount, Mason Mount. 87. 87. Minute, das könnten hier, oder das sind die letzten Minuten hier. Und John Stones gewinnt nicht das Kopfballduell. Aus. Der Ball war aus. Jawohl, wenigstens kann man sich auf Harry Kane verlassen. Ja, und da meckert er auch zurecht, wieso das kein Freischuss ist. Vorbei, es ist vorbei. Es ist vorbei. 3-2 gewinnen wir. Junge, Junge, Junge. Was war das für ein Krampf hier gegen Tschechien? Was war das für, bitteschön, für ein Krampf? Und jetzt ist die Frage, auf welchem Tabellenplatz stehen wir? Und wie lange sind unsere Spieler verletzt? Das ist eigentlich noch wichtiger, als auf welchem Tabellenplatz wir stehen. Zweiter sind wir, 6 Punkte, alles entspannt. Selbst wenn wir verloren hätten, dann wären wir auch Zweiter gewesen, glaube ich. Nicht nur glaube ich, sondern dann wären wir ein Zweiter. Jetzt erstmal hier schön nochmal das Euro 2020 Logo zu sehen, eingeblendet, und wir müssen morgen gegen Spanien. Wir müssen morgen gegen Spanien. Und jetzt ist die Frage, ja, Barclay 2 Tage, Sancho 4, Rashford. Ist das, bedeutet, es ist das Euro 2020 aus. Weil 8 Wochen, da kommt er leider nicht mehr rein. Und nein, Harry Winks spielt da nicht, sondern ich werde das so machen, wie ich hier aufgestellt habe. Guckt euch das an, wir haben nur noch, das ist ein Lächeln, das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz. Das ist echt ein Witz. Mann, meine Fresse, Mann. Leute, das war's. Wir sehen uns logischerweise morgen wieder. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, haut rein. Oder beim nächsten Video hier auf meinem Kanal. Nicht nur morgen. Morgen gibt es eine neue Folge von der Euro 2020 mit England. Aber es gibt dann noch weitere Videos hier auf meinem Kanal. Haut rein und tschüss.